Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening mit und von Zalando 7 Games. Momentan ist das Lunar New Year, da gibt es Special Lightning Rounds, nämlich 2 für 1 Packs. Das heißt, man kauft ein Pack und bekommt dasselbe Pack dann nochmal in dem Pack. Also wir werden das gleich sehen, wir kaufen hier 100k-Pack, gönnen wir uns mal ausnahmsweise mit Coins. Sollte man nicht nachmachen, aber ich dachte mir, komm, im Prinzip sind das 100k-Sets für 50k, nutzen wir es einmal aus, mal schauen, vielleicht haben wir Pack-Luck. Und danach öffnen wir auch noch hier ein 125k-Untradeable-Pack, das wir geschenkt bekommen haben. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier einfach mal direkt los. Also Freunde, Pack-Luck, come on, in 3, in 2, in 1, let's go. 100k Münzen, werden wir es bereuen oder nicht? Wände sind schon mal da. Das sollte man, davon sollte man auch ausgehen. Es ist Frankreich, bitte. Nein, nein. Du 485. Deswegen sollte man diese Packs nicht öffnen, Freunde. Deswegen sollte man diese Packs nicht öffnen. Auf jeden Fall nicht für FIFA-Münzen, für Coins. Immerhin noch ein Alves und Bernardo Silva. Also so schlecht ist es nicht. 284er, 185er. Aber natürlich kommt es nicht an 100k dran und an die 50k wird es wahrscheinlich auch nicht rankommen. Wir nehmen hier natürlich hier noch das nächste 100k-Set, was wir natürlich jetzt gleich auch noch öffnen werden. Nehmen wir erstmal die Karten mit und gehen jetzt zu dem 100k-Set, das wir bekommen haben. Hier haben wir es, 24 Objekte. Puh, los geht's. Wände sind da, das ist schon mal ganz wichtig. Oh, ein Inform. Portugal, bitte. Nein, nicht Portugal. Chile, wer ist denn das? Oh Jesu. Ein 81er. Puch, puch, puch. Das ist der Puch. Ach, Leute, in einem 100k-Set für 100.000 Münzen doch nicht ein Puch. Naja, skippen wir. Vielleicht haben wir noch Glück. Vielleicht ist hier noch was richtig Geiles drin. Ach nein, nur ein 84er Mustafi. Ach Mann. EA. Mach nicht sowas. Oh, ehrlich, das war's. Das war's. Oh je. Yeah. Puch, haben wir. Ja moin. Egal, nehmen wir alles mit natürlich. Rest auf die Transferliste. Auch Danilo, der Freund. Und Long auch. Und dann kommen wir jetzt zu den Untradeable Pack. Ultimative Set. 30 Objekte. Mal schauen, ob wir Glück haben. Ein Geschenkset von EA. Vielen Dank dafür. Vielleicht bekommen wir einen, den wir in der SBC benutzen können, weil ich nicht glaube, dass wir hier eine Ronaldo-Inform ziehen oder ähnliches, womit wir spielen können. Also, los geht's. Es leuchtet schon mal. Es ist wieder ein Inform. Es ist Portugal, LF. Nein, Brasilien, Innenverteidiger. Och, Mann. Schon wieder so ein 82er. Aber das Gute ist, den Inform kann man wirklich verwenden. Den können wir nämlich für die Inform SBCs verwenden, die es momentan gibt. Also ist das schon mal nicht ganz so schlecht. Mal gucken, ob dahinter noch was ist. 283er. Oh Mann. Oh Mann. Und kein Spieler, den man verwenden kann. Ein Alpha Fellaini, nee. Vielleicht noch ein paar Doppelte. Keita ziehe ich so oft in letzter Zeit. Coates, Bellerin, Bernard. Alle, die man nicht verwenden kann. Und Bernard. Mein Gott, Bernard. Kulturaustausch, SBC. Spanier in Bayern oder in Deutschland. Was wert, aber es ist untauschbar. Ach, Mann. Aber egal. Das lief ja einigermaßen gut. So, liebe Freunde, 125k-Sets sind jetzt draußen. Lightning Round, wir haben noch, wie viele haben wir noch übrig? 48.000, wir öffnen jetzt eins, bekommen eins geschenkt, das heißt zwei Packs für 125k. Und ja, zum Glück, oder fürs Glück, habe ich jetzt Madde mitgebracht, denn man kennt ja, Madde Luck ist da. Servus, Madde. Servus. Servus, liebe Leute. Okay, bist du bereit? 125k-Set, 60 Spieler. 60 seltene, 39k sind die auf jeden Fall wert, selbst wenn man die abstoßt. Das heißt, wir machen so circa 80k Verlust und die Zahlen gehen runter. 44.000 nur noch. Marte, bist du ready? Bist du ready? Ich bin ready. 125k Coins nicht nachmachen. 100k Sets hat auch nicht geholfen. Jetzt machen wir es mit den 125k Sets. Puh, Ronaldo Inform incoming. Ich spüre es. Kein Inform. Okay. Spanien! RV! Juan Fran, ach du.
83er in ein 125k-Set. EA. 125k für ein 83er. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Oh, wir hatten auch noch Nani als 83er. Zum Glück ist der nicht gekommen. Ach nee, ist ja eh in Form Ronaldo, alles gut. Ach man. So, Freunde, das zweite Pack, das war das erste Pack. 83er 2. Ach, ich denke gar nicht mehr drüber nach. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Vielleicht sehen wir ja jetzt was ultra geiles. Marre, gib uns Hashtag MarreLack. Zähle runter, Junge. Hashtag Lack in da. In 3, 2, 1. Let's go. Komm schon, Marre. Bring uns Lack. Bring uns Lack. Kein Inform. Es wird Italien, Innenverteidiger. Oh! Ja, Chiellini, 89er. Madde! Endlich mal Madde-Lack am Start! Geht doch, Junge! Geht doch! 89er Chiellini! Wie bitte? Was ist Chiellini eigentlich wert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall 89er, der wird auf jeden Fall 50k oder so, glaube ich, wert sein. Nein! Nein! 89er, da denkt man, okay, vielleicht sind noch ein paar 84er, 85er mit dabei. Was ist dabei? Ein 83er Casillas. Ja, moin! Ja, moin! Oh. Naja, circa 50k ist er wert. Oh, ich habe Heung-min Son. Also viel Verlust. Ist Son was wert? Nee, ich glaube nicht. Naja, 2k. 2k. Ja, und doppelte auch nicht, wirklich nur 83er. Egal, das waren jetzt aber wirklich die allerletzten Packs in diesem Pack-Opening. Ich musste halt Marre dazu holen, damit wir jedenfalls einmal was Geiles sehen. 89er Walkout. Vielen Dank, Marre. Und schaut in die nächsten Videos auch mal wieder rein, denn da geht's weiter. Bis dann. Tschüss. Ciao.